Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist jetzt schon das vierte Video auf meinem Kanal und die anderen zwei Videos von drei sind gut rübergekommen, haben jetzt auch schon Likes und das freut mich einfach, dass ich schon ein bisschen Feedback jetzt habe, obwohl ich mit diesem Kanal neu angefangen habe. Ist echt nicht viel Feedback, aber die manchen Likes sind jetzt schon dabei und deswegen habe ich mir gedacht, versuche ich jetzt täglich Videos hochzuladen. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich werde es auf jeden Fall im ersten Moment versuchen. So, nun auch schon zum Video. Es geht heute darum, wie man auf Rattestufe 7, also ohne den dunklen Elixierbohrer, doch relativ viel dunkles Elixier bekommen kann. Das möchten vor allem die, die den Barbarenkönig noch nicht haben und ihn haben wollen. Oder die, die ihn upgraden wollen. Oder die, wie ich, einfach die Truppen, die man mit Elixier upgraden kann, auf Max haben. Und jetzt sich hier den dunklen Truppen, also den dunklen Elixier-Truppen, zuwenden wollen und die immer upgraden wollen. Ich möchte jetzt hier die Lakaien upgraden, die kosten 10.000 dunkles Elixier. Und ja, die einfachste Möglichkeit ist, sich hier einfach Blitzzauber zu erstellen. Ich weiß, ich habe die jetzt nur auf 3, auf 4 wären die besser. Mache ich dann auch wahrscheinlich gleich, wenn hier die Loons auf 4 sind. Und das wird hier natürlich sicherlich noch einen Tag dauern. Auf jeden Fall zeige ich euch die einfachste Methode. Ihr seht, ich bin hier gerade ein bisschen hochgegangen. Und das würde ich auch empfehlen. Ich bin jetzt noch ziemlich weit unten. Das ist ein bisschen ein blöder Ort, um dunkles Elixier mit Blitzen zu farmen. Ich empfehle 1300 Trophäen auf, also ungefähr Gold. Denn da habt ihr echt schon Gegner, die ein bisschen Dunkles haben. Hier habe ich einfach mal was weggeblitzt. Das war echt nicht viel. Da habe ich auch nicht viel bekommen. Aber immerhin etwas. Ihr seht jetzt einfach rauf da. Und schon habt ihr, naja, immerhin 400 dunkles Elixier für ein Rathaus Level 7er. Ist das in Ordnung? So, wie würde ich dann boosten, wenn ihr dann da oben seid? Weil ich würde es auch relativ schnell hintereinander farmen. Relativ viel online sein. Weil sonst wird euch auch immer viel weggenommen. Am besten ist es, wenn jemand dunkles Elixier von euch mit Blitzen klaut, wie ich hier auch hab, dann guckt er einfach mal auf sein Land. Und generell bei den höheren Truppen solltet ihr mal bei ihnen gucken. Der hat jetzt hier kaum was, hat das wahrscheinlich nur so mitgenommen, da hat er auch nicht viel mitgenommen, war nicht so ein helles Köpfchen. Auf jeden Fall könnte hier bei der Verteidigung mal gucken. Jetzt als Rathaus Level 7er mal beispielsweise, oh, der hat ja schon Level 5er Truppen. Da können wir ja mal nachgucken, ob der schon ein bisschen Dunkles zusammengefarmt hat. Okay, so, ihr kriegt 5% aus dem Lager, höchstens 2 Kilo waren das ja. 2 Kilo kriegt ihr höchstens. So war das irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Der hat jetzt 12.000, da konntet ihr ein bisschen was bekommen. Also ihr geht einfach auf Rache und guckt euch an, was ihr bekommen könntet. So, dann gibt es noch die andere Möglichkeit, einfach mit Truppen Dunkles zu fahren, wo ihr auf jeden Fall rankommen könntet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier in diesem Fall einen Gegner finde oder ob das aussichtslos ist. Der hat jetzt hier ein bisschen Elixier, aber Elixier brauche ich nicht. Und hässliche Mauern hat er außerdem. Finde ich jedenfalls. Okay, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine mit Gegner, wo man rankommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und haut rein. Yeah.